Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Deborah und werde euch heute mit Karina und Lilly durch dieses Video führen. Und wir wollen uns heute ganz besonders die Fluchtversuche in der DDR anschauen. Zuallererst wollen wir euch noch ein paar Grundinfos mitgeben. Zwischen 1961 und 1989 sind ca. 300.000 Ostdeutsche geflohen. Zwischen 1976 und 1988 gab es laut der Stasi ca. 38.063 gescheiterte Fluchtversuche. Allein 1988 gab es 10.767 Fluchtversuche. Davon sind welche gelungen, aber auch welche gescheitert. Und mindestens 5.075 DDR-Bürger in und um Berlin sind geflohen oder haben es zumindest versucht. Über 5.500 Menschen schwammen durch die Ostsee. Dabei ertranken leider 174 Menschen, 4.522 wurden erwischt und nur 913 waren erfolgreich. Aber warum gab es so viele Flüchtlinge in der DDR? Zum einen lehnten sie politische Betätigungen und Spitzedienste ab. Außerdem wurden die Grundrechte enorm eingeschränkt, wie zum Beispiel die Meinungs- und Reisefreiheit. Es gab Zwangskollektivierung, das meint, dass ein organisierter Zusammenschluss von Menschen zu Gemeinschaften stattgefunden hat. Die Verstaatlichung fanden viele nicht so gut und viele hatten auch so einen Wunsch nach besseren Einkommens- und Wohnverhältnissen. Und wenn man sich kirchlich betätigt hat, dann gab es da auch schon Benachteiligungen. Um diese Auswanderungen zu verhindern, wurden in der DDR natürlich auch Maßnahmen ergriffen. Im Zuge dessen wurde auch die Mauer am 13. August 1961 errichtet. Außerdem hatten die Grenztruppen in der DDR einen Schießbefehl und sollten die Flucht um jeden Preis verhindern. Des Weiteren gab es Minen- und Selbstschussanlagen, wo zwischen 1949 und 1989 ca. 1135 Menschen starben. Außerdem wurden Strafen für die Vorbereitung und Nichtanzeige von Fluchten verhängt. Dadurch wurden ca. 75.000 Menschen zu 1 bis 3 Jahre Gefängnis verurteilt. In der DDR gab es zwischen 1971 und 1984 ca. 55.000 Selbstschussanlagen, 1,3 bis 1,4 Millionen Minen und 3.000 Wachhunde, um die Grenzen abzusichern. Im ersten Fluchtversuch, den wir euch vorstellen wollen, geht es um die Familien Strelzig und Wetzel aus Pößneck in Thüringen. Am 16.09.1979 flohen die beiden Familien in einem selbstgebauten Heißluftballon über die innerdeutsche Grenze. Diese Flucht wurde übrigens auch verfilmt. Aber kommen wir zunächst zur Vorbereitung. Peter Strelzig und Günther Wetzel waren Arbeitskollegen. Zusammen mit ihren Ehefrauen beschafften sie viel Stoff und nähten daraus einen Ballon. Außerdem fertigten sie eine Gondel an und experimentierten mit Brennern, um den Ballon zum Fliegen zu bringen. Sie berechneten, dass die Ballonhülle insgesamt ein Volumen von 2800 Kubikmetern brauchte. Sie bauten drei Ballons. Der erste bestand aus Futterstoff einer Ledertaschenfabrik, stellte sich jedoch als zu instabil heraus. Der zweite Ballon bestand aus Taftstoff, das ist ein sehr stabiles Stoffmaterial. Allerdings war die Gondel zu klein, sodass nur eine Familie in den Ballon passte. Daher unternahmen Strelzigs vom 3. auf den 4. Juli alleine einen Fluchtversuch, der jedoch scheiterte. Der dritte Ballon bestand ebenfalls aus Taftstoff, allerdings waren noch Regenschirmseide, Zeltnylon und Bettinlets mit verbaut. Er war 28 Meter hoch und 20 Meter breit. Die Gondel hatte Ausmaße von 1,40 x 1,40 m und bestand aus einer großen Plattform aus Holz mit einem 80 cm hohen Geländer aus Viereckpfosten und einer Wäscheleine. Und so starteten sie schließlich am 16.09.1979 auf einer Wiese bei Oberlemnitz. Die 8 Personen, also 2 Ehepaare und ihre 4 Kinder, stiegen in den Ballon und flogen los. Die Fahrt dauerte ca. 28 Minuten und sie legten eine Distanz von 18 Kilometern zurück. Schließlich landeten sie in einem Waldstück im Landkreis Hof. Sie versteckten sich im Wald, bis sie eine Polizeistreife fanden, die ihnen bestätigte, in der Bundesrepublik zu sein. Damit war die Ballonflucht gelungen. Ein anderer Fluchtversuch war der Tunnel 57. Es war die erfolgreichste Flucht durch einen Fluchttunnel in Berlin. Davor gab es schon ca. 70 Fluchtversuche. Dieser Fluchttunnel ging vom Keller einer leerstehenden Bäckerei in West-Berlin auf der Bernauer Straße 97
bis unter die Berliner Mauer zum Toilettenhaus im Hof der Strelitzer Straße 55 in Ost-Berlin. Also man baute den Tunnel von West-Berlin nach Ost-Berlin. Er war 145 Meter lang und 12 Meter tief und somit einer der längsten, tiefsten und teuersten Fluchttunnel in der DDR. 35 Menschen halfen beim Bau des Fluchttunnels von April bis Oktober 1964. Und 57 Personen gelang die Flucht vom 3. bis 4. Oktober 1964 und deshalb auch der Name Tunnel 57. Die Flüchtlinge mussten kein Kopfgeld bezahlen und gingen in Gruppen durch den Tunnel im Abstand von ca. 10 Minuten. Der Anführer war Wolfgang Fuchs, der 25 Jahre alt war. Dieser hatte schon öfters Fluchttunnel gegraben. Eine weitere beteiligte Person war Reinhard Fuhrer, der später als westdeutscher Astronaut 1958 berühmt wurde. Es gab Helfer wie Christian Zobel, Hubert Holbein und Achim Neumann, die Flüchtlinge empfingen und sie jeweils zum Tunnel brachten. Kommen wir nun zur Geschichte. Es war eigentlich vorgesehen, dass 120 Menschen durch den Tunnel flüchten sollten, aber einer davon war ein inoffizieller Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, der dann auch den Tunnel verriet. Deshalb fanden die Stasi-Mitarbeiter den Tunnel gegen Mitternacht vom 4. zum 5. Oktober. Sie gaben sich als Flüchtlinge aus, die aber noch schnell einen Freund holen mussten. Stattdessen holten sie Soldaten der Grenztruppen, die bewaffnet waren. Als dann plötzlich Soldaten beim Fluchttunnel erschienen, wusste Christian Zobel, einer, der die Flüchtlinge zum Tunnel führte, dass er in Gefahr war und schoss mehrmals mit seiner Pistole, um die Gegner abzuschrecken. Dabei traf er auch einen Grenzsoldaten an der Schulter, der dann aber aus Versehen durch die Salve aus den AK-47 der Grenzsoldaten schlussendlich starb. Christian Zobel konnte dann noch fliehen über die Grenze. Reinhard Fuhrer, der noch am Tunneleingang war, konnte dann auch noch durch den Tunnel fliehen. Dadurch, dass die Stasi-Mitglieder den Tunnel fanden, konnten nur in der ersten Nacht 29 Menschen fliehen und in der zweiten Nacht 28. Im nächsten Fluchtversuch geht es um eine Familie, die mit einer Seilbahn über die Mauer fliehen wollte. Nach einem langen Arbeitstag im Dezember 1963 in Leipzig beichteten sich Heinz Holzapfel und seine Frau Jutta, dass sie schon seit längerem nicht mehr so begeistert waren von dem Sozialismus, wie sie es einst waren. Die früher so begeisterten Jungkommunisten gestanden sich, dass sie am liebsten in den Westen fliehen möchten. Heinz Holzapfel begann zu überlegen und kam auf die Idee, die Flucht aus dem Haus der Ministerien der DDR in Berlin zu wagen. Von dort bis nach West-Berlin waren es nur ca. 15 Meter. Heinz Holzapfel kam schließlich auf die Idee, mit einer Seilbahn in den Westen zu fahren, nachdem er aus dem 6. und 7. Stock des Hauses geschaut hatte. Da er es aber für unmöglich hielt, ein langes Seil mit in das Gebäude zu nehmen, beschloss er, Fluchthelfer zu engagieren. Er hatte den Plan, durch ein Fenster im 7. Stock auf das Dach des 6. Stocks und anschließend auf das Dach des 5. Stocks zu steigen. Von dort käme er zur äußeren Hauskante und dann waren es nur noch 15 Meter nach West-Berlin. Außerdem kam ihm zugute, dass das Dach des Hauses der Ministerien nachts dunkel war. Er errechnete nun die Höhe des Hauses und kam auf ca. 23 Meter bis zum Dach des 5. Stocks. Einer Skizze konnte er nun entnehmen, dass das Seil etwa 100 Meter lang sein musste. Nach einigem Überlegen, Untersuchen und Ausprobieren fand der Vater eines 9-jährigen Sohnes eine Toilette im 7. Stock, von der aus er mit seiner Familie auf das Dach des 6. Stocks steigen könnte. Zu Hause fertigte er ein Verschlusseisen für die Toilettentür an, um bei der Flucht nicht gestört zu werden. Um in das Gebäude zu kommen, brauchte jeder einen Passierschein, der geprüft wurde und am Ende wieder abgegeben werden musste. Also sagte er den Wächtern, er käme nachher nochmal zurück und könnte den Schein deshalb noch nicht abgeben. Auf diese Weise erhielt er Passierscheine für seine Familie. Um das Seil für die Seilbahn am Dach anzubringen, überlegte sich Heinz Holzapfel, eine Schnur mit einem Hammer über die Grenze zu werfen, sodass Fluchthelfer das Seil daran befestigen könnten. Dann könnte er die Schnur wieder einholen und die Familie kann das Seil am Dach des Hauses befestigen. Der Hammer wurde mit Schaumgummi umwickelt, damit er beim Aufprall keinen Lärm verursachte. Jeder in der Familie sollte einzeln abgeseilt werden und deshalb brauchte auch jeder einen Gurt. Die Rollen für die Seilbahn bastelte der Familienvater mit viel Improvisation selbst. Am 28. Juli 1965 war es soweit. Das Stahlseil wurde schwarz gefärbt, die Schnur ebenfalls, nur der Hammer wurde mit Leuchtfarbe angestrichen, damit man ihn in der Dunkelheit auch finden konnte. Die
Familie hatte 4 Fluchthelfer. Um 5.30 Uhr verließ sie morgens ihre Wohnung in Leipzig und fuhr nach Berlin. Um 10.30 Uhr waren sie im Haus der Ministerien. Um sich die Zeit zu vertreiben, hielten sie sich in Geschäften im Gebäude auf. 17.05 Uhr schlichen alle in die Damentoilette und verriegelten die Tür. Außen hingen sie ein Schild auf, dass die Toilette geschlossen war. Zu der Zeit bemerkten die Fluchthelfer, dass auf dem Dach sowjetische Luftbeobachtungsposten standen und dachten, dass diese Flucht nun scheitern würde. Einer der Fluchthelfer versuchte, die Familie noch aufzuhalten, aber vergeblich. In der Zwischenzeit erklärten die Eltern ihrem Sohn, was sie vorhatten, bereiteten alles vor und 21.45 Uhr stiegen sie aufs Dach. Die Fluchthelfer wurden von Westberliner Polizisten angehalten und mussten ihre Papiere vorzeigen. Einer hatte keinen dabei, sagte den Polizisten aber, dass wenn sie hinderten, den Menschen zu helfen, sie die Verantwortung für das Unglück hätten. Daraufhin arrangierten die Polizisten Kollegen, die im Zweifelsfall mit 20 Maschinenpistolen Feuerschutz geben konnten. Um 23.30 Uhr war Familie Holzapfel endlich an dem Punkt, von dem sie sich abseilen wollten. Sie gaben den Helfern ein Lichtsignal und warfen die Schnur im Westen. Nach einer Stunde konnten sie das Drahtseil nach oben ziehen und am Fahnenmast befestigen. Da das Seil zu tief befestigt war, musste Heinz Holzapfel es über die Schulter ziehen und konnte nun nacheinander seinen Sohn und seine Frau in den Westen schicken. Als er nun an der Reihe war, konnte keiner mehr das Seil hochhalten. Es dauerte also nochmal eine Weile, bis die Fluchthelfer begriffen hatten, dass sie es etwas lockern mussten, damit er es am Mast hochziehen konnte. Schließlich kam auch der Vater auf die andere Seite, verlor aber auf der Flucht seinen Aktenkoffer mit den Papieren. 4.04 Uhr wurde er entdeckt und konnte dem Besitzer zurückgegeben werden. Noch am selben Tag gab es einen Bericht von den sowjetischen Posten. Es kam heraus, dass sie alles mit angeschaut hatten und gemerkt hatten, dass die Familie Kontakt mit der Westseite aufgenommen hatte. Doch sie dachten, dass Leute von der Stasi dabei waren und Agenten nach Westberlin schleusen wollten. Das war's auch schon mit unserem kleinen Input zu Fluchtversuchen in der DDR. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und schreibt in den Kommentaren, welcher Fluchtversuch der spannendste war. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Tschüss!